Ja, wir wollen wieder den Winkel Phi berechnen, aber diesmal in dem Fall, wo Phi größer als 90 Grad ist. Dazu habe ich hier mal eine komplexe Zahl aufgezeichnet. Der Realteil ist minus 3, a gleich minus 3, und der imaginäre Teil ist minus 4, also b gleich minus 4. So, jetzt fragen wir uns erstmal, können wir denn hier die gleiche Formel nehmen, also Tangens Phi gleich b zu a? Da könnte man nämlich auf folgende Idee kommen. Tangens ist ja Gegenkathete durch Ankathete und dann kriegt man diesen kleinen Winkel raus, aber doch nicht diesen gesamten Winkel Phi. Ja? Das ist aber ein Denkfehler. Und zwar ist der Tangens am Einheitskreis ja allgemeiner definiert. Also wenn es um beliebige Winkel geht, dann ist der Tangens ja definiert als die y-Koordinate durch die x-Koordinate. Also b durch a. Genauso wie hier. Ja? Beziehungsweise hier Tangens gleich b durch a. Ja, das heißt also kurz gesagt, wir können genau die gleiche Formel, diese beziehungsweise umgestellt nach Phi, diese Formel hier benutzen, um den Winkel Phi auszurechnen. Also nicht mehr über Gegenkathete durch Ankathete, sondern Phi berechnet sich jetzt aus Y-Koordinate durch X-Koordinate, also wieder Imaginärteil durch Realteil. So wie im vorigen Video, wo der Winkel Phi noch kleiner als 90 Grad war. Gut, halten wir also schon mal fest, die Formel können wir nehmen. So, jetzt berechnen wir mal das Beispiel. Da steht dann also Phi gleich Arcus Tangens b durch a, b ist minus 4, a ist minus 3. So, das Minus kann man ja auch schreiben mal minus 1 und dann kürze ich das weg. Also erhalte ich Phi gleich Arcus Tangens 4 Drittel. Und wenn ich das in den Taschenrechner eintippe, dann bekomme ich daraus 53,1 Grad. So, jetzt muss ich das überprüfen, ob das plausibel ist. Und da sehe ich am ersten Blick, die Rechnung stimmt nicht. Ja, weil dieser Winkel hier, der ist ungefähr ja, so 220, 230 Grad, schätzungsweise aber niemals 53,1 Grad. Ja, im Rest des Videos werde ich euch also erklären müssen, wie man von 53,1 Grad vom falschen Ergebnis zum richtigen Ergebnis kommt. Ja, wir wollen ja den Winkel Phi bestimmen, das ist dieser und der liegt zwischen 0 und 360 Grad. Gut, wir bestimmen diesen Winkel Phi über die Tangensfunktion. Das heißt, wir sind nur an der Tangensfunktion interessiert, an einer Tangensfunktion, die den Definitionsbereich von 0 bis 360 Grad hat. Das habe ich mal hier hintergeschrieben. Ja, dann haben wir die Arcus-Tangens, also die Umkehrfunktion gebildet, die Arcus-Tangens-Funktion. Ja, und bei einer Funktion und Umkehrfunktion sind Definitions- und Wertebereich vertauscht. Das heißt, bei der Arcus-Tangens-Funktion muss der Wertebereich zwischen 0 und 360 Grad liegen. Ja? Also kurz gesagt, wir arbeiten mit der Arcus-Tangens-Funktion, die einen Wertebereich von 0 bis 360 Grad hat. Ja, ich habe euch noch mal aufgezeichnet, was wir gemacht haben. Das ist die Tangensfunktion. Wir haben also einen Winkel Phi gesucht und dazu die Tangensfunktion benutzt. Und zwar zwischen 0 und 360 Grad. Also die geht ja hier noch weiter und hier auch die Tangensfunktion, die geht immer weiter. Wir benutzen nur 0 bis 360 Grad. Dann haben wir die Umkehrfunktion versucht zu ermitteln. Das macht man am einfachsten, indem man einfach den Graphen der Tangensfunktion um 90 Grad dreht. Dann erhält man immer die Umkehrfunktion einer Funktion. Die ist hier auf der x-Achse sind dann zwar die Werte seitenverkehrt, aber das spielt keine Rolle. Es werden die richtigen Werte angezeigt. Gut, also das ist die Umkehrfunktion der Tangensfunktion zwischen 0 und 360 Grad. Und die hat dann einen Wertebereich von 0 bis 360 Grad. Ja, dann haben wir die Funktion benutzt und haben gesagt, wir wollen Arcus-Tangens von 4 Drittel. Also hier ist 4 Drittel. Dann gehen wir nach oben. Dann haben wir unseren Wert 53,1 Grad erhalten. Aber wir sehen, wenn man hier höher geht, erhält man noch einen Wert, der zu 4 Drittel gehört. Ne? Also ein Winkel, zwei Winkel. Das ist also gar keine Arcus-Tangens-Funktion, sondern wir suchen eine Arcus-Tangens-Relation. Ja?
Ja, und das ist natürlich was anderes als die Arcos-Tangens-Funktion am Taschenrechner. Ja, ich erkläre mal, wie die Arcos-Tangens-Funktion erklärt ist. Also die Mathematiker, die sind nicht an Relationen interessiert, weil die wollen eindeutige Zuordnung. Und die Taschenrechnerhersteller auch nicht, weil ein Taschenrechner kann ja nicht 1, 2 Winkel anzeigen, sondern immer nur einen. Ja, und da haben die Folgendes gemacht, die Mathematiker. Die haben einfach die Tangensfunktion genommen, aber nur ein Stück, und zwar ein Stück von minus 90 bis plus 90 Grad. Das ist diese gepunktete Linie. Dann haben sie wieder die Umkehrfunktion gebildet, also den Graphen um 90 Grad drehen. Ja, und dann haben sie die gepunktete Linie erhalten und haben gesagt, das ist unsere Arcos-Tangens-Funktion. Ja, das ist auch eine Funktion, keine Relation, denn jedem Wert, zum Beispiel 4 Drittel, wird nur ein Wert zugeordnet. Ja, wir sehen aber, unsere gepunktete Arcus-Tangens-Funktion hat auf den ersten Blick mal gar nichts mit dieser Arcus-Tangens-Relation zu tun, die hier oben verläuft und hier. Ja? Nur in diesem Stück hier stimmen sie überein, da stimmt die gepunktete Linie mit dem durchgezogenen Strich überein. Ja, das ist der Bereich 0 bis 90 Grad. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wie komme ich von den Werten, die der Taschenrechner anzeigt, also von der gepunkteten Linie, zu den Werten, die ich suche, also die durchgezogenen Linien hier. Gut, da gucken wir uns nochmal die Tangensfunktion an und die hat eine Eigenschaft, die hat eine Periode von 180 Grad. Ne? Die wiederholt sich nach 180 Grad. Das heißt, der Definitionsbereich wiederholt sich nach 180 Grad. Der Definitionsbereich. So, jetzt bilde ich die Umkehrfunktion, Arcus-Tangens, und bei der Umkehrfunktion weiß man ja, sind Definitions- und Wertebereich vertauscht. Das heißt also, hier wiederholt sich der Wertebereich nach 180 Grad. Ne? Ich gehe also, wenn ich hier einen Winkel habe, dann kommt nach 180 Grad der nächste Winkel zu einem bestimmten Wert, zum Beispiel zu 4 Drittel. Ne? Da habe ich 53 Grad. Wenn ich 180 hinzuaddiere, komme ich hier wieder zu einer Stelle auf den Graphen. Ne? Ich muss also anscheinend nur entweder hier 180 Grad oder manchmal auch zweimal 180 Grad hinzuaddieren. Manchmal stimmt die gepunktete Linie, die Taschenrechnerlösung, allerdings auch mit der gesuchten Lösung überein. Gut, wollen wir uns das jetzt mal genauer angucken. Nehmen wir mal an, der Winkel Phi liegt im Bereich 0 bis 90 Grad. Ne? Das war also im vorigen Video der Fall. Dann stimmt die Taschenrechnerlösung, die gepunktete Linie, mit unserer Lösung, mit der durchgezogenen Linie, ne, die muss ja kleiner als 90 Grad sein, die stimmen überein. Das heißt, und deshalb haben wir im vorigen Video die richtige Lösung erhalten. Jetzt gucken wir mal im zweiten und dritten Quadranten, also zwischen 90 und 270 Grad. Ne? Das ist ja der zweite Quadrant, das ist der dritte Quadrant. Ja, da müssen wir von der gepunkteten Linie hochgehen, um in den zweiten oder dritten Quadranten zu kommen. Um 180 Grad. Ne? Einmal hier oder einmal hier. Da komme ich in den zweiten Quadranten, der ist hier, oder in den dritten. Das heißt also, wenn ich weiß, dass Phi im zweiten oder dritten Quadranten liegt, also zwischen 90 und 270 Grad, muss ich 180 Grad hinzuaddieren. So, und dann kommen wir zum dritten Fall. Der Winkel Phi liegt im vierten Quadranten, ist also größer als 270 und kleiner als 360. Der liegt hier im vierten Quadranten. Ne? Die Lösung ist also hier dieses Stück. Die Taschenrechnerlösung ist die gepunktete Linie und ich muss 1 zweimal 180 Grad hinzuaddieren, also 360 Grad. Ja, und das ist also die Lösung, wie man von der Taschenrechnerlösung, gepunktete Linie, zu den Lösungen, die wir suchen, kommen kann. So, jetzt kann ich also die Lösung ganz leicht angeben. Ich habe hier die Taschenrechnerlösung 53,1. Der Winkel Phi liegt im ersten, zweiten, dritten Quadranten. Dritter Quadrant heißt 180 Grad hinzuaddieren. Also erhalte ich die Lösung 233,1 Grad. Das ist die richtige Lösung. Ja, wir sind am Ende des Videos und ich verabschiede mich.